Euch ganz herzlich zu einem neuen Video von mir. Das hier wird nur ein kleines Quick-Tipp-Video, denn ich war ein bisschen unterwegs shoppen, aber eigentlich gar nicht richtig shoppen. Also ich bin nur schnell einkaufen gegangen und war dann noch in Deichmann und Teddy und Taco und was so bei uns in der Nähe ist. Zuerst einmal ganz von vorne, ich muss heute irgendwie mal, ja, langsam. Es soll heute um den Philofax-Hype gehen, also nicht direkt um den Philofax-Hype, sondern um den ich dekoriere alles mit Washi-Tape und anderen Dekogramm-Hype. So, ich bin nicht auf den Philofax-Zug aufgesprungen, weil ich nicht der Typ dafür bin, ein Notizbuch, ein Kalender, so, regelmäßig zu führen. Also ich finde das ganz toll, wenn Menschen das können, so ganz regelmäßig Kalender zu führen, auch alles reinzuschreiben und Aufgaben und abhaken und was weiß ich alles. Ich versuche das, oder ich habe es schon öfter mal versucht, und so nach 2 Wochen bin ich gescheitert, da liegt das Ding nämlich in der Ecke und ich benutze nur noch mein Handy und trage da Termine ein, und wenn nicht, schreibe ich mir das so auf einen Schmierzettel und dann, ja, hat sich die Sache. Deswegen habe ich nicht in ein teures Philofax investiert. Das wäre rausgeschmissenes Geld für mich. Aber was ich habe, ist so ein kleines Notizbuch. Und zwar ist das von IKEA. Das ist ganz praktisch. Ich schreibe da nämlich... hier sind noch Zettel. Die mache ich mal weg. Genau. Das ist ganz praktisch. Da schreibe ich mir so Kram rein wie... Hier ist so eine YouTube-Liste, was für Videos ich drehen könnte, so Videoideen. Dann von meinem Studium so ein Curriculum-Übersicht. Dann, was ich ganz cool finde, sind Rezepte. Und ich finde es doch ganz schön, wenn man das Ganze so ein bisschen dekoriert. Da hat mich der Hype irgendwie auch nicht so richtig verschont. Ja, aber ich bin erst drauf gekommen, als ich was gekauft habe, das sehr günstig war, und deswegen mache ich das Ganze jetzt. Weil ich habe auch irgendwie keine Lust, ein Washi-Tape oder sonstiges aus dem Internet zu bestellen, wofür ich dann später irgendwie 6 Euro, 7 Euro bezahlen muss. Dafür ist mir das irgendwie auch zu schade, weil ich weiß, das ist nur so ein Hype-Ding und irgendwann ist es wieder weg und dann hast du so viel Geld ausgegeben und benutzt es nicht. Deswegen habe ich hier eine kleine Kiste von Schnäppchen, die ich gemacht habe. Erstens im IKEA und zweitens im Teddy. Das möchte ich euch jetzt mal schnell zeigen. Und zwar als erstes, das Notizbuch habt ihr schon gesehen. Das ist von IKEA, hat so 3 Euro, 4 Euro gekostet, allerhöchstens. Dann gab es im IKEA noch so süße Klebezettel. Die haben auch 2 Euro vielleicht gekostet, 2, 3 Euro. Die fand ich ganz niedlich, deswegen habe ich die im IKEA zusammen gekauft. Jetzt kommen wir aber zu den wirklich günstigen Sachen. Und zwar, das Unspannendere, aus dem Teddy gab es solche Notizblöcke, also Post-it, Klebezettel. Einmal in Pfeilform, einmal in Herzenform, kann man immer gebrauchen, wenn man sich so Philofax oder was auch immer macht. Dann, was ich ganz süß finde zum Dekorieren, ist so ein, wie nennt man sowas? So ein, mir fällt das Wort jetzt nicht ein, Stempelding, Strukturmachteil. Oh Mann. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie das Ding heißt. Dann machen wir ein Papier drunter und dann drückt man es zusammen und dann ist da so ein Einprägestempel. So, vielleicht. Ich weiß nicht, wie der Fachbegriff heißt, aber also wie das wirklich heißt. Aber genau, damit kann man Motive in Papier einprägen. So. Und das Ganze hat 1,50 Euro gekostet aus dem Teddy. Und davon gibt es ja einmal dieses Hauptstempelding und dann verschiedene Einsätze, die man reinmachen kann.
einmal ein Schmetterling, ein Stern, Glücksklee und ein Herz. Das habe ich drauf. Und wie gesagt, 1,50 Euro. Und jetzt kommt aber das Oberschnäppchen, was ich gemacht habe, wie ich finde. Und zwar gab es da auch, es ist nicht direkt Washi-Tape, denn es ist ein Motiv-Klebeband. Also das Ganze ist nicht wie Washi-Tape so eine matte Oberfläche, so eine raue. Ihr seht quasi, dass das Ganze glänzt und nicht wie Washi-Tape so matt ist. Aber das Beste daran, es gibt super schöne Motive. Und das allerbeste daran, ich muss mal wieder kleben, das ganze Ding, wie ihr hier lesen könnt, kostet nur 1 Euro. Also vier Klebebänder mit super schönen Motiven für 1 Euro. Und jetzt habe ich insgesamt im Kedi 5 Euro ausgegeben, im Ikea auch wieder 5, 6 Euro. Also für 11 Euro habe ich mir quasi mein Dekorations-File-Effects-Material zusammengekauft. Und ich denke, das ist mal ein Schnäppchen, das ich gerne mit euch teilen würde, weil ich weiß, dass bei euch der Hype riesig ist. Und auf YouTube sowieso ist der Hype riesig. Deswegen, war das jetzt ein Quick-Tipp. Mann, heute will's nicht. Ein Quick-Tipp von mir. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat der Quick-Tipp gefallen. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr zu dem Filofax Washi Tape Hype steht. Ob ihr das auch benutzt, ob das ein guter Quick-Tipp war. Und macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann abonniert. Macht's gut. Tschüss.